Hallo, herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens, und heute steigen wir in ein Thema ein, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, aber womit er nicht so richtig anfangen kann, nämlich Backwardation und Contango umgekehrt. Contango versus Backwardation. Was steckt dahinter und wie kann ich das als Optionshändler nutzen? Also die Begriffe hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört, Contango, Backwardation, was versteckt sich dahinter? Bevor ich es erkläre, will ich aber erst ganz kurz sagen, warum das für uns so wichtig ist. Wir haben hier an der Stelle auch schon des Öfteren mal darüber gesprochen, dass man ja Optionen nicht nur auf Futures handeln kann, sondern beispielsweise auch auf viele ETFs. Und jetzt kann man ja beispielsweise sagen, okay, anstatt des Crude Oil Futures, CL, kann man auch das ETF USO handeln. So, jetzt muss man sich aber mal fragen, wie wird denn so ein ETF überhaupt dargestellt? Wie wird er denn produziert oder reproduziert? Es gibt ETFs, zum Beispiel die Gold-ETFs, da wird tatsächlich physische Ware, das heißt Gold, wird gekauft, wird dann eingelagert und der Wert dieses Goldes wird dann 1:1 in diesen ETF reproduziert. Jetzt gibt es aber natürlich eine Reihe von Rohstoffen, wo man das nicht einfach so machen kann, wo man jetzt nicht sagen kann, ich kaufe einfach das Material und lagere das ein. Crude Oil ist einer davon. Man kann jetzt nicht Millionen von Barrel Öl kaufen, das irgendwo lagern, damit man den ETF darstellen kann. Oder denken wir an Getreide-ETFs. Man kann jetzt nicht Unmengen an Weizen oder irgendwas lagern, weil irgendwann würde das ja auch schlecht werden, beim Öl ist nicht, aber das macht man einfach nicht. Und deswegen werden solche ETFs oftmals über Futures dargestellt. Das heißt also, so ein ETF wie der USO geht beispielsweise her und sagt, ich kaufe immer die ersten beiden laufenden Futures. Im Öl ist es jetzt so, da gibt es Futures teilweise bis 10 Jahre in die Zukunft, jeden Monat einer. Und irgendwann laufen natürlich die ersten aus und dann muss man wieder in den nächsten gehen. Und ich habe hier an der Stelle immer mal schon gesagt, Vorsicht vor den Rollverlusten. Und anhand von diesen Begriffen Contango, Backwardation kann man auch erklären, warum es zu Rollverlusten kommt und was da überhaupt dahinter steckt. Schauen wir uns mal eine normale Situation am Terminmarkt an, das heißt am Future-Markt. Also wenn wir heute sagen, okay, Öl hat einen bestimmten Preis X, und wir werden uns, versetzen wir uns mal in die Lage, wir wären jetzt ein Händler und würden sagen, ich möchte Öl kaufen, aber ich möchte die Lieferung erst in 30 Tagen, in 60 Tagen, in 90 Tagen. Und ich gehe jetzt zu einem Händler hin und sage, du, heute kostet Öl, sagen wir mal, $50 als Beispiel. Ich möchte Öl kaufen, ich möchte es aber erst in 60 Tagen haben oder in 30 Tagen. So, ich will aber jetzt einen verbindlichen Deal mit dir machen. Dann wird er natürlich nicht sagen, okay, dann kriegst du es für $50, sondern der muss ein bisschen mehr verlangen, weil ich nehme ihm ja das Öl heute noch nicht ab, das heißt, er muss es einlagern. Ich will es unbedingt haben in 30 Tagen, das heißt, er muss auch garantieren, dass es mir geben kann, er muss es versichern und er kriegt auch heute noch nicht das Geld von mir, das kriegt er auch erst in 30 Tagen, das heißt, ihm entgehen Zinskosten oder er könnte ja mit dem Geld schon was anderes machen. Und aus dem Grund wird er eben sagen, okay, pass auf, deswegen, wenn du es in 30 Tagen holst, kostet das jetzt mal als Beispiel $51. Okay? So, das heißt also hier X1, $51. Und hätte ich jetzt nicht zu ihm gesagt, wir machen 30 Tage, sondern beispielsweise 60 Tage, dann würde das eben hier von mir aus $52 kosten. So, und was wir hier sehen, ist eine sogenannte Terminstrukturkurve. Das heißt, die nachfolgenden Kontrakte kosten mehr als die kurzfristigen Kontrakte. Und wenn wir das als Grafik darstellen würden, dann sieht das in der Regel dann so hier aus. Das heißt, alle Kontrakte, die weiter hinten sind, sind dann teuer. Das hat übrigens nichts damit zu tun, was immer mal wieder so in der Presse kolportiert wird, dass das die Voraussicht wäre, dass in Zukunft die Preise steigen. Das ist Blödsinn. Das hat reinweg etwas mit Lagerkosten zu tun, sogenannten Cost of Carry. Und diese Situation hier, die nennt man Contango. Das ist die klassische Situation, die bei allen lagerfähigen Rohstoffen vorkommt. Das heißt, das kommt nicht vor bei Zinsen, das kommt auch nicht vor bei Währungen, das kommt auch nicht am Fleischmarkt vor, also bei Lebendrind, weil Lebendrind nicht lagerfähig. Aber ebenso bei Kaffee, Zucker, Crude Oil, Gold und so weiter. Bei all diesen Dingen gibt es diese Terminstrukturkurven und wenn die ansteigend ist, dann nennt man das Contango. So, das ist die Normalsituation.
Bei der Normalsituation, die herrscht in 80-85% aller Fälle am Terminmarkt vor. Und jetzt überlegen wir uns mal Folgendes. Wenn so ein ETF, wie beispielsweise der USO, sagt, er hält immer Kontrakte des ersten und des zweiten Verfalls, also diese beiden hier. So. Und jetzt läuft beispielsweise dieser hier aus, er verkauft alle seine Futures am Markt und bekommt dafür $50. Jetzt muss er aber für das gleiche Geld neue Kontrakte kaufen, nämlich hier für $51. Und was passiert? Dieser $1 Differenz, das ist jetzt ein sogenannter Rollverlust. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel ETFs niemals als langfristige Geldanlage kaufen kann, Rohstoff-ETFs. Bei allen anderen ist das was anderes. Aber Rohstoff-ETFs darf man niemals als langfristige Geldanlage kaufen, weil diese Rollverluste durchaus zwischen 5-15% im Jahr ausmachen können. Und wir blenden hier mal einen Chart ein von Crude Oil gegenüber USO in der langfristigen Entwicklung. Und da sieht man, glaube ich, den sehr, sehr deutlichen Unterschied, warum also langfristig über diese Rollverluste der ETF viel, viel schlechter performt als der eigentliche Future. Wenn wir jetzt kurzfristig Optionen darauf handeln, ist das nicht ganz so tragisch, weil wir da sowieso nur auf 30 oder 60 Tage sind. Wer jetzt aber sehr langfristig unterwegs wäre, der müsste das auf jeden Fall beachten. So, jetzt haben wir also geklärt, was ist dieses ominöse Contango? Was ist jetzt aber Backwardation? Und Backwardation tritt nur sehr selten in den Märkten auf. Wenn es allerdings auftritt, dann ist es umso beachtenswerter. Und zwar passiert Folgendes. Stellen wir uns einfach vor, wir haben in einem Rohstoff einen Versorgungsengpass. In der Regel ist es ja nicht so, dass die Lager voll sind und am nächsten Tag sind sie plötzlich alle leer und niemand hat was. Sondern es beginnt ja so schleichend. Wir haben vielleicht lange Zeit fallende Preise gehabt, niemand hat etwas produziert, weil es sich nicht gelohnt hat. Und plötzlich werden die Lager immer leerer und leerer. Die ersten Händler fangen an, sich einzudecken. Und plötzlich merkt die Masse, hoppla, es gibt nicht genug von diesem Rohstoff. Oder es passiert irgendwas. Vor einigen Jahren gab es in Australien mal riesige Brände und ein Großteil der australischen Weizenernte ist abgebrannt. Und das hat dann dazu geführt, dass alle Welt sich plötzlich auf die noch vorhandenen Bestände stürzt. Und zu was führt das? Wenn jemand etwas braucht, dann guckt er natürlich nicht, was kriege ich hier in 6 Monaten, in 12, in 18 Monaten, sondern der will hier vorne das haben, ne? Der will schnell das haben. Und was passiert dann? Dann sind die Händler bereit, für die vorderen Kontrakte mehr als notwendig zu bezahlen, damit sie sie geliefert bekommen, damit sie sich einfach absichern können. Und dann entsteht eine Situation, nehmen einen anderen Stift dazu, die sieht so aus. Wir haben am Anfang hier diese normale Backwardation und mit der Zeit dreht die sich. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber irgendwann haben wir plötzlich diese Situation. Das heißt, plötzlich kosten die vorderen Kontrakte mehr als die hinteren Kontrakte. Und auch das hat nichts damit zu tun, dass in Zukunft wieder die Preise fallen werden, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass aktuell, gerade jetzt im Markt, sehr, sehr hohe Nachfrage ist. So. Und jetzt machen wir das nochmal wieder auf den Crude Oil Preis. Dann wäre das eben so, dass man sagt, okay, der kostet hier eben jetzt 54 und der kostet 53 und der kostet 52. Und jetzt würden natürlich, wenn so eine Situation vorhanden ist, Rollgewinne entstehen. Denn wenn der ETF jetzt sagen muss, okay, ich muss den hier verkaufen für 54 und er kauft den nächsten für 53, macht er $1 extra gut, hat also Rollgewinne. Eine Situation, die nur sehr, sehr selten in den Märkten auftritt. Wenn sie allerdings auftritt, ist sie sehr lukrativ und zwar nicht das Vorhandensein der Backwardation, sondern der Übergang von Contango in Backwardation, weil, überlegen wir mal, wann tritt denn sowas auf? Immer nur, wenn sehr, sehr große Nachfrage in den Markt kommt. Und was passiert, wenn große Nachfrage in den Markt kommt? In der Regel schiebt das die Preise an. Und viele der ganz großen Bewegungen der letzten Jahre, die wir in Rohstoffen hatten, wurden eben von so einer Backwardation begleitet. Nicht immer, also es ist keine Voraussetzung, dass ein Markt steigt, weil er Backwardation hat, aber wenn er Backwardation hat, wenn er von einer Contango in eine Backwardation-Situation geht, dann kann man das nutzen. Und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir haben eine sehr niedrige Volatilität und plötzlich geht ein Markt, logischerweise haben wir eine niedrige Volatilität, geht von Contango in Backwardation. Dann wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr groß sind, dass der Markt ansteigen wird. Und weil plötzlich so eine Art Kaufpanik in die Märkte kommen wird,
wissen wir auch, dass die Volatilität ansteigen wird. Und aus dem Grund ist das eine der wenigen Situationen, wo wir auch bereit wären, langlaufende Optionen unserer Call-Optionen zu kaufen. Welche man dann am besten kauft, das können wir in einem anderen Video besprechen. Heute war es das mal, so ein kleiner Blick in die Welt der Futures, Contango, Backwardation. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir zu dem Thema noch viel, viel mehr machen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut.